als ich angefangen habe, 1970 habe ich angefangen, 1973 habe ich die Leitung des Unternehmens übernommen und in 1971 habe ich mir die Frage gestellt, ob ich das überhaupt machen will und habe mir dann ein Leitbild geschrieben. Also ich habe es damals noch nicht so genannt, ich habe es später so genannt, aber ich habe mir aufgeschrieben, was soll dadurch möglich werden, wenn ich ins Unternehmen gehe, einerseits für das Unternehmen und andererseits für mich. Damit ich weiß, ob das ein gemeinsamer Weg werden kann. Und da habe ich angefangen, mich mit den Fragen auseinanderzusetzen, was eben im Wirtschaftlichen, im Sozialen und im Kulturellen entstehen muss und welchen Raum ich auch brauche, um mich entwickeln zu können. Und habe dann versucht, das auch zu gestalten. Und es haben mich eigentlich diese drei Fragen interessiert. Wie gehe ich mit Kapital um? Wie bilde ich Arbeitsgemeinschaft? Und wie gehe ich mit Ware um? Also was ist sozusagen das, was ich den Kunden biete, der Außenwelt biete? Das sind für uns auch die drei Aufgaben eines Unternehmens. Wir sagen, der Unternehmer ist immer Schuldner, also in Bezug auf die Frage der Ressourcen. Kapital ist jetzt für mich nicht nur Geldkapital oder das, was wir heute als Kapitalbegriff verstehen, sondern wirklich Fähigkeiten von Menschen auch. Wie gehe ich mit den Fähigkeiten von Menschen um, die reinkommen und wie gehen die dann wieder raus? Die zweite Frage, sozusagen, wie schaffe ich eine Gemeinschaft? Wie schaffe ich sozusagen ein lernend arbeiten, arbeitend lernen, sagen wir dann auch. Und so bin ich eigentlich im Unternehmen, als ich angefangen habe, zuerst mit dieser Kapitalfrage umgegangen. Die begann schon in meiner Studienzeit, schon in meiner Schulzeit, so durch die gesamte Situation der 68er, und eigentlich waren wir ja alle Sozialisten in dieser Phase, die Frage, wie geht man damit um, habe dann angefangen, das Unternehmen auf eine Stiftung zu übertragen. Die Frage der Arbeitsgemeinschaft, das war ganz stark für mich die Frage 1974, dann, als ich die Verantwortung genommen hatte, wie schaffe ich es, aus dem doch relativ patriarchalisch geführten Unternehmen in eine andere Art der Zusammenarbeit zu kommen. Da hat mich die Gruppendynamik damals auch unterstützt und meine Erfahrung in der Gruppendynamik. Ich habe mich da selbst reinbegeben, habe auch vieles da reingenommen ins Unternehmen, also mit Vorsicht, man muss da ja aufpassen, dass man sozusagen eine Gemeinschaft da nicht überfordert oder ihr nicht etwas aufdrängt, was sie im Augenblick nicht verkraften kann. Und dann in den 80er Jahren, Ende der 70er Jahre, ich wohnte dann auf einem kleinen Bauernhof in der Rhön, oben auf 630 Meter. Drei Kinder waren schon da. Und da hat man sich dann die Frage gestellt, was sind eigentlich Lebensmittel? Wie haben die sich früher eigentlich ernährt? 7 Hektar, hängiges Gelände. Und da haben, wenn man dann die Geschichte dieses kleinen Bauernhofes studiert, das hat viele Menschen ernährt. Und was ist heute? Ist nicht nur, dass wir nicht uns ernähren können davon, sondern wir müssen noch draufzahlen, sozusagen, um überhaupt das zu pflegen und zu gestalten. Und so habe ich dann gesucht, was ist eigentlich Qualität von Lebensmitteln? Und das war dann die letzte Frage und die hat uns sehr intensiv beschäftigt. Und wenn man die Qualität von Lebensmitteln hinterfragt, dann kommt man eben zu Bio und zu weiteren Fragen auf diesem Gebiet und eben auch zur Forschungsfrage, was ist eigentlich das Wesentliche an einem Lebensmittel, was ist die Qualität, die wir brauchen, was ist menschengemäß, was ist tiergemäß, was ist pflanzengemäß. Also das sind auch die Fragen und unser Leitbild, das schreiben wir so alle 7 Jahre neu, kann man sagen, dann wird das wieder überarbeitet, formuliert, das hat sich inzwischen entwickelt, ich habe alle aufgehoben von 1971 bis heute. Und heute haben wir unser Leitbild, ich hätte es Ihnen gezeigt hier, wenn die PowerPoint-Präsentation funktioniert hätte, aber Sie hätten es auch nicht erfassen können, das bringt auch nicht viel, wenn man da so aphoristisch da mal einpackt und so und was liest, sondern da muss man sich schon länger mit beschäftigen. Es ist auch etwas, das wir nicht verteilen im Unternehmen, das kann jeder haben, es ist aber nicht irgendwie gerahmt oder es ist nur mit Schreibmaschine geschrieben. Es ist der Versuch, es nicht festzumachen, sondern es muss in den Köpfen der Menschen sein und damit es das ist, machen wir das so, dass wir in jeder Geschäftsleitungssitzung, bevor wir anfangen, immer ein Stück, nicht nur aus dem Leitbild, oft daraus lesen, aber auch aus anderen, aus unserer Geschäftspolitik oder aus
anderen Texten, die wir uns erarbeitet haben, wo wir sagen, das möchten wir im Bewusstsein behalten. Also es ist eine Bewusstseinsarbeit. Ja, dieses Leitbild ist eigentlich, und das ist ja die Schwierigkeit, wie kriegt man jetzt sozusagen, das erzähle ich ein bisschen aus Tegel, wie kriegt man jetzt dieses Leitbild wirksam? Weil das ist ja sehr hoch, deshalb geben wir es auch nicht aus, sehr idealistisch. Man kann das auch immer als Waffe gegen uns verwenden, weil es steht da drin, wo wir hinwollen. Und da kann immer jeder sagen, das seid ihr aber doch nicht. Dann sage ich, ja, das sind wir nicht. Wir wollten ja nur sagen, dass wir hinwollen. Aber die Menschen meinen immer, wenn man sagt, wo wir irgendwo hin, man müsste auch schon da sein. Da hat man dann seine Schwierigkeiten mit. Und deshalb haben wir sozusagen unter dem Leitbild eine Geschäftspolitik formuliert. Und diese Geschäftspolitik, die ist schon ein bisschen konkreter. Da sagen wir dann, was wollen wir tun als Händler? Also das ist wieder diese Frage Beziehung zu den Kunden und zu den Lieferanten. Was wollen wir tun als Arbeitsleiter? Wonach streben wir da ganz besonders? Und als Schuldner, also wie gehen wir mit den Ressourcen? Was sind da unsere Grundsätze? Und da sind dann eine Reihe von Grundsätzen gefasst, an denen kann man sich schon eher orientieren. Da kann man sagen, ja, machst du das jetzt oder machst du das nicht? Oder genügen wir da diesem Grundsatz oder genügen wir nicht? Darunter steht dann eine Strategie, die dann sagt, ja, was sind Ziel-Weg-Kombinationen, die wir uns vorstellen? Wo geht es lang? Und darunter kommen dann die Maßnahmenplanung. So versuchen wir, Idee und Wirklichkeit im Unternehmen irgendwie in eine Verbindung zu kriegen miteinander, was trotz allem sehr, sehr schwierig bleibt. Und eigentlich mit dem Ziel, und da versuche ich ein bisschen die Frage zu beantworten, was müsste denn Wirtschaft oder wie müsste Wirtschaft aussehen, wenn wir, ja, wenn sie menschengemäßer sein sollte, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, da ist es unsere Aufgabe, dass wir es schaffen, dass wir nicht produzieren, genau wie mit dem Antworten, dass wir nicht produzieren, weil wir gerne produzieren möchten. Wir dürfen nicht mehr produzieren, weil wir das so gut können. Aber das ist meistens so, was ich gut kann, das möchte ich auch unentwegt weitermachen und möchte das darstellen, sondern dass wir wirklich anfangen zu produzieren, das, was gebraucht wird. Also das ist auch die einzige Berechtigung für Wirtschaft, Not zu wenden, Notwendiges zu tun und natürlich es so zu tun, dass noch ein bisschen überbleibt für das Rechtsleben und das Kulturleben, beziehungsweise der Pflege, die Pflege des Rechts- und Kulturlebens. Das ist das eine, sozusagen als Händler, wo ich sagen muss, oder als Produzent, als Leister nach draußen, was biete ich den Menschen da an? Überschütte ich sie mit Sachen, die sie nicht brauchen. Und nur wenn wir das hinkriegen, werden wir diese krebsartig wuchernde Produktion, also wenn das unser Leitbild ist, werden wir diese krebsartig wuchernde Produktion und auch die übermäßige Naturzerstörung stoppen können, eindämmen können, die übermäßige stoppen können. Das zweite ist Arbeit. Das war ja auch eine der Fragen, die Eva-Maria Zoll gestellt hat. Das muss Arbeit sein. Wir müssen erkennen, dass Arbeit eben Entwicklungsgrundlage ist. Dass Arbeit nicht da ist wegen der Erwerbsarbeit. Dass es ja viele andere Arten von Arbeit gibt. Ich habe mich da mal den Friedhof mit seiner schönen Dreigliederung: Erwerbsarbeit, soziale Arbeit und Selbstversorgungsarbeit. Und alles ist in den Familien immer vorgekommen. Alles gibt es auch heute noch in den Familien. Nur, wir haben den Blick dafür verloren, weil das Geld so anziehend ist und die Erwerbsarbeit sozusagen so sehr in den Vordergrund gerückt ist und wir eigentlich nur noch sie respektieren.